Es ist leicht, billig und langlebig. Die Rede ist von Plastik. Der Stoff ist aus unserem Leben geradezu nicht mehr wegzudenken. Neben den enorm negativen Auswirkungen auf die Weltmeere, auf die Flüsse und auf unsere Ökosysteme können Plastikflaschen und andere Einweggetränkeverpackungen wie Dosen und Einwegglas auch die Natur in Österreich verschmutzen. Es ist also höchste Zeit, etwas gegen den Einweggetränkemüll zu unternehmen und das am besten mit einer kostengünstigen und effektiven Lösung. Allein in Österreich werden jedes Jahr 1,6 Milliarden Plastikflaschen und 800 Millionen Dosen auf den Markt gebracht. Würde man die Plastikflaschen aneinanderreihen, ergäbe sich eine Kette, die 11-mal die Welt umrundet. Im Gegensatz dazu ist der ressourcenschonendere Mehrweganteil bei Getränkeverpackungen in den letzten 30 Jahren rapide gesunken. Das führt zu Unmengen an Einwegmüll, der Ressourcen verschwendet und auch allzu oft in der Natur landet, wo er jahrelang liegen bleiben kann. Denn gerade Getränkeverpackungen werden häufig unterwegs konsumiert. Abgesehen von der Verschmutzung der Natur ist das auch teuer. Denn das mühsame Aufsammeln von achtlos weggeworfenen Abfällen kostet Österreich unfassbare 300.000 Euro täglich. Die gute Nachricht ist, wir können etwas dagegen tun. Es ist Zeit für ein Pfandsystem, auch für Plastikflaschen, Dosen, Einwegglas und Tetrapack. Denn nur so können wir gewährleisten, dass die Getränkeverpackungen zurück ins System kommen. Ein Pfandsystem gibt es bereits seit vielen Jahren in mehreren europäischen Ländern. Und es zeigt Wirkung. Bevor in Deutschland das Pfandsystem eingeführt wurde, verschmutzten jährlich ca. 3 Milliarden Einwegflaschen und Dosen die Natur. Heute werden aufgrund des Pfandsystems 98,5% der Getränkeverpackungen wieder zurückgebracht. Und auch Litauen geht mit gutem Beispiel voran. Dort wurde 2016 ein Pfandsystem eingeführt und mittlerweile werden 92% der Plastikflaschen getrennt gesammelt. Das Zurückkommen der Getränkeflaschen ist enorm wichtig im Sinne der Kreislaufwirtschaft. Nur so kann ein qualitativ hochwertiges Recycling gewährleistet werden. Aber Recycling ist nur die drittbeste Möglichkeit, um Umweltschutz zu betreiben. Deswegen braucht ein Pfandsystem gleichzeitig auch eine verbindliche Erhöhung der Mehrwegquote. Nur so können wir eine Trendumkehr vom Wegwerfen zum Wiederverwenden schaffen. Der Übergang von Einweg zu Mehrweg ist der Weg für ein sauberes und nachhaltiges Österreich und der Eintritt in ein neues, abfallreduziertes Zeitalter. Unterschreiben Sie daher jetzt unsere Petition Pfand drauf, um ein Pfandsystem mit Mehrwegquoten im anstehenden Abfallwirtschaftsgesetz festzuschreiben.